Viermal die Woche wird hier in Augustenstraße 20 gebetet. Seit 2004, als die jüdische Gemeinde ihr 10-jähriges Bestehen feierte, ist dies der Platz der Synagoge in Rostock. Hier haben inzwischen rund 700 Mitglieder einen Platz. Einen Platz für ein aktives jüdisches Leben in der Hansestadt. Alle Rituale, die der jüdische Lebenskreis von der Geburt bis zur Beerdigung vorsieht, können in der Gemeinde durchgeführt oder organisiert werden. Seit 8 Jahren steht Juri Rossow der Gemeinde vor. Der 50-Jährige ist 1997 mit seiner Familie aus der ukrainischen Krim nach Rostock gekommen. Seit vielen Jahren kümmert er sich um den Ausgleich zwischen den inneren Bedürfnissen der Gemeinde und die von außen an die Gemeinde herangetragenen Aufgaben. Durch sein Engagement ist es Herrn Rossow gelungen, auch das Vertrauen der Migranten zu erlangen. Im Juni wurde er zum Vorsitzenden des Migrantenrates der Hansestadt gewählt. Seine stetigen Bemühungen und Anstrengungen um die stabile Entwicklung neuen jüdischen Lebens in Rostock zeichnen Juri Rossow seit mehr als 10 Jahren aus.